Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS17 aus der Hofbergmann Reloaded. Wir werden mal gucken, wie weit bist du hier? Oh, der ist schon wieder fertig. Schmeißen wir mal raus. So, und schmeiß mal an. So, zack. Und so. Gar nicht so einfach. Ah, zu hoch. Zu hoch. Jetzt sieht es gut aus. So. Jetzt sind wir schief. Jetzt haben wir es richtig. Jawohl. So. Und hoch. Und. Da haben wir es jetzt auch. Wo schlimmer die jetzt sind noch? Gott, ich sehe gerade gar nichts. So, ich schau mal hier vorne mit dran. So. So, und ab den Spaß. Haben wir schon wieder was von unserem Flüssigdünger-Imperium wieder was geschaffen. Wie sieht das hier aus? Bist du schon wieder fertig? Das geht ja ratzi fatzi. So. Guck mal hier, was hast du? Nix. Du hast auch nix, du auch nix. Du hier mal. Schmorcheln oder nix. Bucher, ne Käse oder das? Den brauchen wir nicht. Den hier mal will abschmorcheln. Ja, sieht gut aus. Du brauchst dich. Ja. Dich nehmen wir mal jetzt und hängen dich schon mal den Plattformanhänger dran. Mal Licht ins Fahrrad. So, jetzt geht's hier um Kittum. So, in welchem Fach steht er da vorne? In dem Fach. Gut. Können wir den schon mal beladen. So, mit Clips falsch. So, irgendwie willst du gerade nicht da hinten dran, du musst aber. Ob du wollen oder nicht. Jetzt. So, was ist überhaupt eingestellt? Quaderballen, das ist falsch. Wir brauchen Paletten. So, ja. Verkehrs noch bei meinem Hof hier vom Feinsten. So. Schnippst hier rum. Und weiter geht's.
Und der ruft auch ganz schön manchmal. Der schmeißt doch ganz schön Rußwolken manchmal raus. So, ein bisschen kämpfen wir berghoch. So. Setzen wir schon mal an. Das lohnt sich dann, das Verkaufen. So, das ist U. So, und mach sacht dran tippern. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ist beladen. So, fahren wir schon mal ein Stückchen weg. Und die größeren Bogen sind bleibt in Schweinepaletten, also Schweinefutter-Big-Packs hängen, Schweinepaletten. Und keine Schweinepalettenform, auch so viel, dass wir das Paletten verfrachten müssen. So, jetzt brauchen wir. So, Sitzwagen in der Luft, den können wir schon mal ausmachen. So, wirklich, wir holen mal aus. So. Bisschen Strom sparen. Oh, die Batterie schon. Gut, haben wir bei Manitou jetzt verrissen. Der lief immer noch. Ja, gut, ich würde sagen, gut, da nichts rausrutschen. So. Und da füllt er ab. So, das ist ein Stück runter. So, sagen wir schon 8 Stück, wenn wir zählen. 2 kommen, dann sind wir wieder bei 12, weil wir haben 2 volle Ladungen. Das lohnt sich doch. So, das passt auch. Machen wir mal aus. So, fülle jetzt die letzte ab. Machen wir weiter durchtabern, wo wir noch was zu tun haben. Oh, du hast Wasser gut, das ist Supi. Den hat man das letzte Mal Wasser holen geschickt. Kommst du hier rum? Ja, er kommt rum. Super. So, ein bisschen im Dunkeln auf Abwägen. Ich muss hier vorne gleich die Straße kommen, weil viel sehe ich gerade nicht. Ich fahre jetzt mehr oder weniger nach Gefühl und Minimap. Diese Quest ist etwas besser, die Straße, die ist heller. Hier ist der Feldweg. Da kommt das Pförtnerhäuschen. Und jetzt sind wir im öffentlichen Straßenverkehr wieder zugange. Das Arm zum Zehen. Schauen wir welche hier hoch. Als Bauer, wenn man Wasser holen muss, versteht sich das ja von selber, aber Privatauto hier rumschnipsen. Der nächste, noch einer. Und da fahren von 2 Grad runter zu.
Aber wir können gerade nicht überholen. Oh, was ist denn hier los? Ein Verkehr hier? Geht ja gar nicht. Kann man jetzt ausscheren? Ja, das passt. Das passt auch noch. Von vorne sehe ich auch keine 2 Punkte mir entgegenkommen. Alle roten Punkte überholt. So, und irgendwo falsch gefahren. Mal kurz am Baum lang. Am Baum lang, nicht an den Baum ran. So war das nicht geplant. So, hier muss es gleich wieder rumgehen. Jawohl, hier geht's runter. Eben unsere kleine Schaffarm. Ist man mit mir noch weit. Weil du ein bisschen langen Bremsweg hast. So, jetzt muss ich schon mal. Da rein. Der hat keinen Einschlag für den Swimmer. So, mal gucken, ob der Fan überhaupt. Ne, den Holmer holt man nicht. Wir wollen den 900er Fendt. Wo bist du? Ja. Ne, den gibt's nicht mit Frontlader. Ne, den gibt's nicht mit Frontlader. So, hat er ab. Können wir den abkoppeln? Können wir den schon mal verräumen? Ich muss schon was gucken. Ich fahre jetzt die Nacht durch, ob ich es gerade wieder eingeschaltet habe. Doch, ist drin. Gut. Ich war mir jetzt nicht so sicher, ob ich das nach der letzten Ansatz wieder eingestellt habe. Ich habe schon eine Folge gemacht oder zwei. Jetzt war mir gerade nicht so sicher, ob wir überhaupt den Maximum da drin hatten. So. Motor ausmachen wäre vielleicht Romania Errungenschaft. So, würde ich jetzt mal jetzt am Brust tappen. Die Kartoffeldings brauchen wir nicht. Der Bucher. Muss mal kurz aussteigen und mal gucken im Tablet. So, BGA. Die ist noch 10% voll mit Biomasse. Wasser. Okay, müssen wir da mal wieder eine Aktion machen mit. Gülle ist mir egal, Bigfoot Star. Der hat noch ein bisschen was. Das ist egal. Das ist nur erstmal zweitens. Die Dieselraffinerie. Die ist auch noch halb voll. Flüssigdinger Lagertank? Nee, das war's nicht. Forage King. Der hat keine Silage und kein Heu mehr. Also doch ein Bucher.
Mal Licht anmachen. Ich wusste, dass noch irgendwas zu tun ist. Ein Autosave. Jetzt ja, haben wir das Strom drin, auch hier fehlt noch. Stroh war noch drin, Heu fehlte. Zum Rahmen der Bohr oder wie? Scheinbar nicht. Licht machen hier. Ist nicht so rum, der ist so finster hier. Ich sehe gerade gerade das Teil. Also. Da waren wir ein Stück zu weit hinten. Taktisch vorbeigeschnupst. Was Heu, Stroh, Silage. So, Heu haben wir. Dum-di-dum-di-dum. So. Da haben wir es. Nee, das war ein netter Punkt. Ach man, diese Punktion hier. Ach ne, das war Stroh. Und dann haben wir mal Heu und stehen mal rüber. Uni. Ich muss auch sagen, heute waren wir hier an dem Teil. Die Trigger sind so eng zusammen. Versuchen wir. Nee. Ist denn der Heuträger? Ich mal gucken. So. Ich muss mal gucken, wie der reinfüllt. Auf dem Boden. Stroh in der Mitte ist. Und ganz außen Silage. Muss doch hier irgendwo der Triggerpunkt sein. Die sind so eng zusammen, dass ich finden Trigger nicht. Jetzt haben wir haben ihn. Jetzt haben wir es. Und sie lagen aber von der anderen Seite ran, fast am Pfeiler. Das weiß ich noch. So, holen wir uns die Silage und alles. Ach, das ist der Hund, der dort schläft. Ach, was liegt denn dort? Hat eine Hundehütte und pennt hier vorm Unterstand. Ich gehe kaputt.
So, die Lage füllen wir noch auf hier beim. Und dann nochmal fertig als für den Screenshot. So, das ist schon nämlich auch in jeder Folge. So, holen wir die ran. Und ein Passfoto. Hammer. So, aber nach dem Passfoto komme ich jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.